Okay, los geht's. Also für die Neulinge hier im Camp Arrival, ihr werdet die verschiedensten Sachen unternehmen und wir hoffen, ihr werdet euch benehmen. Yo! Und für euch in the house, Angie! Woo! Mic drop! Also Camper, zu eurer Aufgabe. Ihr habt bis 17.30 Uhr Zeit, drei verschiedene Blätter zu finden. Ich werde euch in Teams aufteilen. Das Team, was zuerst zurückkehrt, bekommt das Waldmeisterabzeichen. Wenn ich das Waldmeisterabzeichen bekomme, habe ich alle sechs Meisterabzeichen. Cool. Also, das System habt ihr verstanden. Du bist blau, du bist rot, rote Jacke. Du wir bist sind pink. Nicht im also selben Team. Ist da hinten, rot hier drüben wir und waren pink sechs in der Mitte. Jahre im selben Team. Ich habe kein Problem damit. Gut, ich auch nicht. Ja. Also dann bis nachher. Nachher. Ihr seid Team Rot, oder? Nee. Doch sind wir. Ich bin Tabea, das ist Meli und das ist Peter. Hi, ich bin Max. Sollen wir dann los oder? Wohin? Leute, wollen wir dann los? Ja. Okay, Team, wie viele Blätter haben wir? Ich habe ein paar. Cool. Okay, Team, wie viele Blätter haben wir? Blätter? Also, ich habe eins gefunden. Also, ich habe Blätter zu Hause. Okay, cool. Dann suchen wir weiter. Leute? Leute? Was ist los? Kommt mal her! Zurück. Was sollen wir da mit dem Rucksack machen? Ich kann ihn doch nehmen und so tun, als wäre es mein Rucksack. Das ist die dümmste Idee, die ich jemals gehört habe. Ja, aber hast du eine bessere? Scheiße. Also, zuerst zurückgekommen und damit Gewinner des begehrten Waldmeisterabzeichens ist... Keine Musik! Okay, also zuerst zurückgekommen von der Aufgabe ist Team Blau. Herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt das Waldmeisterabzeichen. Wem gehört dieser Rucksack? Der gehört mir. Nein, das ist mein Rucksack. Nein, der gehört mir. Das ist meiner. Der gehört mir, der gehört mir. Wieso? Also, erstmal ist es nicht nur meine Schuld. Es ist nur deine Schuld. Leute, lass doch Peter mal in Ruhe. Peter hat recht, es ist nicht nur seine Schuld, sondern die Schuld von euch allen. Hättet ihr einmal auf mich gehört und wäre nicht gleich mit dem verdammten Rucksack ins Camp zurückgegangen, wäre das alles nicht passiert. Max, sei doch erstmal leise. Peter hat den Rucksack geworfen, also ist es seine Schuld. Und am schlimmsten, er mag Star Trek. Star Trek ist viel besser als Star Wars. Für mich ist er gestorben.
Star Trek hat auch gute Seiten. Star Trek ist viel logischer als Star Wars. Da ist er! Star Wars ist ein Märchen! Ah! Star Trek ist viel besser als Star Wars! Jetzt müssen wir ihm aber hinterher. Also Peter, man sagt, dass du und deine Gruppe den Rucksack gefunden haben. Wo ist der Rest deiner Gruppe? Wo ist der Rest? Ich schwör's, ich weiß nicht, wo sie sind. Schade. Zu schade. Sie will mit Jamie reden. Jamie, sie will mit dir reden. Also, was ist jetzt der Plan? Gehen wir zurück zum Camp? Spinnst du? Die wollen alle den Rucksack. Wir müssen aber Peter retten. Wir müssen nichts. Kommt schon, wir wissen nicht, was sie ihm antun werden. Wen juckt's? Leute, wer sind wir, wenn wir den Menschen in unserem Umfeld nicht helfen? Also, wer ist dabei? I don't care. Okay, stimmen wir ab. Wer ist dafür, dass wir Peter retten? Und wer ist dafür, dass wir Peter diesen Campern überlassen? Peter den Campern überlassen und Marshmallows grillen. Anstatt Marshmallows zu grillen, können wir Peter retten und das Richtige tun. Unentschieden. Max. Jamie, fang. Max, du Blödmann. Max, gib mir den Ball her. Nein, das ist mein Ball. Gib mir den Ball her. Danke. Gern geschehen. Ja, er ist nervig. Ja, er ist dumm. Ja, er mag Star Trek mehr als Star Wars. Ja, er hat immense Probleme. Aber auch Star Trek-Fans sind Menschen. Wir sollten ihm helfen, auch wenn er sich für eine Woche nicht duscht und wir ihn für extrem nervig halten. Wir müssen ihm helfen. Max hat recht. Bis auf das Star Trek-Fans sind Menschengelaber. Und, was siehst du? Peter ist an einem Baum gefesselt. Er wird von ein paar Campern bewacht und ich glaube, da drüben in einem Zelt sitzt der Anführer oder sowas. Warte. Ist das nicht Jamie? Millie, ist das nicht Jamie? Wer ist Jamie? Ach, denn, dass du ihn nicht kennst. Ja, das ist Jamie. Ist das nicht dein Freund? Ja, eigentlich. Würde das ein Problem sein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, wie ist jetzt der Plan? Morgen früh gehen wir los. Tabea lenkt die Wachen ab. Warte, hast du einen Plan, wie du sie ablenken willst? Vertrau mir. Hey Leute, na? Also, ich weiß, wo der Rucksack ist. Ich kümmere mich um Jamie. Max? Wer hat eigentlich gesagt, dass du den Plan machst? Sorry, was hast du gesagt? Sobald die Wachen abgelenkt sind, befreit Millie Peter. Wenn alles gut läuft, treffen wir dich, Millie, mit dem befreiten Peter morgen am Camp und rennen einfach weg. Ich hab Jamie! Die Wachen sind abgelenkt. Hi! Sollen wir los? Geht schon mal vor, ich muss noch bitte was erlegen. Wieso? Sie hat gesagt, sie nimmt mir mein Abzeichen weg, wenn ich ihr nicht helfe. Das ist kein... Wer ist sie? Schwach, Jamie. Schwach. Und jetzt gib mir den Rucksack. Niemals. Gib mir den Rucksack. So, und jetzt verschwindet ihr alle. Sofort. Na los. Schade um den Rucksack. Naja.
Als ich Peter befreite, sah ich einen ähnlichen Rucksack und da ich den Plan, um höflich zu bleiben, nicht so toll fand, hatte ich den Rucksack einfach ausgetauscht und einen Fake-Rucksack mit meiner Handytaschenlampe der Campleiterin gegeben. Hier ist er! Wow, du hast wirklich dein Handy für uns geopfert. Okay, cool, aber wird sie das nicht bemerken? Max, ran! Und die anderen! Was willst du machen? Ich werde sie aufhalten. Woher kommt die Schaufel? Ist egal, lauf! Geil. Oh mein Gott, alles gut, ist alles gut.